Er wurde 1839 in Rezin in Brandenburg geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters und der Wiederverheiratung seiner Mutter mit dem preußischen Forstbeamten Dalchow verschlug es ihn 1855 ins Westfälische. Die Beziehung zu seinem Stiefvater galt als zerrüttet. Er absolvierte eine zweijährige Militärzeit, bei der er hauptsächlich durch Ungehorsam auffiel und 23 Mal bestraft wurde. Danach tauchte er als Wilderer in den ausgedehnten Waldgebieten von Eggegebirge und Waldecker Land unter. Dank außergewöhnlicher Treffsicherheit mit dem Gewehr und abgebrühter Cleverness seinen Verfolgern gegenüber erlangte er in kürzester Zeit legendären Ruf. Die bettelarme Landbevölkerung, die er gelegentlich kostenlos mit Wildbret versorgte, verehrte und schützte ihn. Die Autoren von Heimatromanen und Zeitungsartikeln verliehen ihm den werbewirksamen Beinamen Robin Hood der Egge. Für das Königreich Preußen, dem Westfalen damals einverleibt war, mutierte er nach und nach zum Staatsfeind Nummer 1. Sein Name Hermann Klostermann. Seine Leidenschaft die Wilddieberei. Dass er nicht unfehlbar war, belegen aktenkundig zahlreiche Verhaftungen und Bestrafungen. Als er auf Forstbeamte schoss, antwortete die Polizei und Militärobrigkeit mit Großeinsätzen, um seiner habhaft zu werden. Unsere 90-minütige Filmdokumentation zeichnet authentisch und ungeschönt die Laufbahn des Wilddiebs Hermann Klostermann in all ihren spannenden, aber auch widersprüchlichen Facetten nach. Was ist Wahrheit? Wo beginnt die Dichtung? Aufregende Spielszenen an Originalschauplätzen. Versteckte, mystische Orte wie die Wüstungen Nutlon und Altroden. Seltene Akteneinsichten. Fundierte Statements von Initiatoren, Geschichts- und Forstexperten. Dies ist das alte Forsthaus Mittelwald, wo damals die Akte vom Klostermann entdeckt wurde. Mit ihren großflächigen Aufforstungen haben die Preußen unsere Landschaft sehr stark verändert. Im Fall Klostermann sieht man natürlich, dass der sich hinterher auch so hochsteigert, geradezu zur Staatsangelegenheit. Beeindruckende heimische Landschaften im Wandel der Jahreszeiten. Einzigartige Flora und Fauna unserer Region. Lassen die Legende Klostermann nach 150 Jahren noch einmal lebendig werden. Jäger und Gejagter, der Wilddieb Hermann Klostermann. Filmpremiere, Frühjahr 2018.